Achtlos. Musik von heute auf morgen. Es freut mich, dass ihr auch die zweite Stunde Taktlos Metal eingeschaltet habt, hier auf Radiokanal K, Rockstation und YouTube. Nachdem wir in der letzten Stunde Magic gehört haben von Sirius Black, einer deutschen Band mit vielen anderen Ländern drin, haben wir jetzt wie angekündigt Thioptia, genau, vom Emanuel Strebel. Jawohl. Du bist Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger, Sänger von dieser Band. Das kann man so sagen. Alleininhaber von Thioptia. Du bringst auf online jetzt ein Album raus, das heisst? Das heisst Horeb. Horeb. Wir hören die Hintergründe zu dem, glaube Konzeptalbum, hast du mal gesagt, Six. Genau. Wir hören wieso ein Solo-Projekt, wo du sonst noch dabei bist. Und alles Wissenswerte zu Horeb gehört in dieser Stunde. Viel Spass wünscht der Roger Wettli. Jetzt Taktlos Metal auf Radiokanal K Rockstation YouTube mit dem Emanuel Strebel. Emanuel, wir sagen nur Emanuel für den Rest von der Sendung. Genau. Du bist Kopf und Inhaber von Thioptia. Quasi, genau. Das ist dein Solo-Projekt, das du vorstellst. Wieso ein Solo-Projekt? Du bist ja neben zu einer anderen Band. Also wieso ein Solo-Projekt? Sehr gute Frage. Ich denke, was sich denn so irgendeinmal mir die Frage gestellt hast, wenn du ja schon Schlagzeug spielst und Gitarre und ein bisschen Bass und auch ein bisschen kannst singen, warum machst du eigentlich kein Soloalbum? Und dann hat sich das so ein bisschen angefangen in mir innen, ja, bröteln. Und ja, jetzt bin ich da und habe ein Soloalbum.
Das heisst, du bist quasi bei diesem Solo-Projekt bist dein eigener Chef, da redet niemand rein? Da redet mir ganz genau niemand rein und das ist vielleicht wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso Solo-Projekt, dass ich sehr frei bin und sehr selber kann machen und das halt dann genauso gespielt wird, wie ich das spiele oder wie ich das spielen will und wie ich das spielen kann und dann, ja. Du bist ja bei Moria noch dabei, einer Band aus, ich kann sagen, du bist aus der Region Lenzburg. Genau. Dort ist die Konstellation anders in dem Sinn. In dem Sinn anders, ja. Also ich finde, eine Band ist immer ein Teamplay und das ist ja sehr wertvoll und das gehört dazu. Und das hat seine Stärken. Nur wenn ich das Gefühl hatte, dass bis zu einem gewissen Grad meine künstlerische Ausdruck nicht 100% zum Ausdruck gekommen ist, darum auch ein Solo-Projekt. Also es ist jetzt nicht im Sinn von Moria ist nicht genug gut für mich gewesen, sondern eher, ich habe Bock auf mehr. Darum ja, hat sich das so ergeben. Bei Moria bist du Songwriter und spielst Schlagzeug? Bei Moria bin ich Songwriter und spiele Gitarre. Gitarre. Mache teilweise auch noch ein bisschen Backing Vocals. Genau. Jetzt die Band, die hat den Frühling Back to Spear rausgebracht. Die Band gibt es, denke ich, noch? Die Band gibt es noch, genau. Die tritt live auf, oder? Die will live auftreten, sagen wir es mal so. Also wir sind immer noch dran, Auftrittsmöglichkeiten auschecken. Haben das Album draussen? Geben der Band eine Chance? Genau, geben uns eine Chance. Aber das heisst, er probiert dort auch weiter? Wir sind immer noch aktiv dabei, genau. Band selber, also das Solo-Projekt und Moria sind etwa gleichzeitig entstanden. Täuscht das? Ich würde sagen, dass ich das Solo-Projekt nicht lang, also die Idee zum Solo-Projekt nicht lang nach der Bandgründung hatte. Also ich habe auch sehr schnell mal angefangen, Songs selber schreiben, eine Leige schreiben. Und irgendwann hat sich dann das halt auskristallisiert, dass ich nicht nur für Band-Songs schreibe, sondern eben auch ein eigenes Ding noch erschaffen. Jetzt das Zeug klingt recht kompliziert. Du hast, glaube ich, eine Band, das gibt es etwa 2015. Moria glaubt seit 2015, ich bin selber nicht mehr ganz sicher, ja, Jahreszahlen. Für die Musik muss man eigentlich vorher recht gut üben. Was sind sonst Ursprünge? Einfach Musikschule oder sonst Bandprojekte, wo man sich das Ganze aufgearbeitet hat? Ja, es ist eigentlich sicher Instrumentalunterricht und das Flair für Musik und ja, ich habe mich damit befasst und die Musik wollen komplexer machen und halt auch weitergehen. Und ja. Belehrst du dir quasi die Instrumente mit dem Songwriting? Ja, oft ist es so, dass ich eine Idee habe, wo ich an dem Zeitpunkt, wo ich sie habe, noch nicht kann spielen. Ja. Oder ich habe oft auch mit Konzeptionen geschafft, also so ein bisschen überlegt, was will ich mal eine andere Taktart wählen, die nicht so üblich ist oder so. Und dann auf dem eigentlich weitergefahren. Also dann nicht einfach so aus dem Buch, was kann ich spielen, was kann ich machen, sondern eigentlich, was ist cool und dann das üben. Man muss ja sagen, du studierst momentan unter anderem Musik, oder? Genau, ich studiere Theologie und Musik. Den theologischen Teil können wir nachher sicher auch, weil das hat ja ein theologisches Konzept quasi, das Album. Das kann man so sagen, aber genau. Das heisst, jetzt, du wirst gute Lehrer haben, die dir viel Musik weiterbringen. Fragst du dich auch, wie könnte man das lösen, wenn du eine Idee hast? Oder wie inspirierend sind die Lehrer in dem Sinn? In dem Sinn? Also, das Solo-Album ist jetzt vor meinem Studium entstanden. Ich würde sagen, bis jetzt fühle ich mich schon recht inspiriert an dem Ort, wo ich studiere. Ja. Wir werden es im nächsten Album. Wir hören zuerst die Moria. Wir haben ein Lied gebracht, heißt We Find Me. Und dann spielen wir nachher weiter bei von Theoptia plus. Ja, wir kommen nachher zum nächsten Interviewteil, wo wir ein bisschen reingehen, ja, vielleicht nochmal ein bisschen vertieft aufs Konzept von dem Album eingehen.
come, my child. You speak with a gentle voice, full of love and warmth. But no one hears in the screeching noise of the war that's all around. Let me call you, all I want is you. Indescribable is my desire for you. Ready for this message, everything is all for you. And I wanted anything but to save you. This is the love within me, the love that's for you. The fire inside that brings you life and takes you from this world. Out to heal and out to restore. I give you shelter, my strength is with you. If you want it or not, there's no hate within me. If you want it or not, there's only love.
Die habt ihr heute volle Länge bei uns im Taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation und YouTube. Bei uns der Manuel von Theoptia da, der einzige von Theoptia, weil es sein Solo-Projekt ist, genau. Voll. Jetzt Theoptia, was bedeutet mal der, generell mal der Bandname oder der Solo-Projektname? Der Projektname Theoptia setzt sich eigentlich aus zwei Wörtern zusammen, Theo und Optia. Und die, die sich so ein bisschen mit Griechisch auskennen, können erahnen, dass Theo Gott heisst und Optia im Sinne von Optik gesehen. Also so, Theoptia heisst so viel wie Gott gesehen. Genau. Also nicht aus Sicht von Gott gesehen, sondern Gott selber gesehen. Genau, sondern aus menschlicher Sicht Gott gesehen. Wie denn das da auch immer ist. Oder wie man das da auch immer kann verstehen. Der Albumname, dem hast du ja einen speziellen Namen gegeben, der geht in die gleiche Richtung. Ich gehe in eine ähnliche Richtung. Horeb, das ist hebräisch und bezeichnet eigentlich einen gewissen Berg. Ja, ist ein biblischer Begriff. Viele sagen, das ist auch gleichzusetzen mit dem Berg Sinai. Also die, die sich noch an die Sonntagsschule erinnern, schwammig, die Zehngebote, das war so ungefähr dort gewesen. Genau. Moria, der Bandname von der anderen Band, geht ja, also von deiner Band, wo du Mitglied bist, genau, geht genau in eine ähnliche Richtung. Moria ist auch eher in einem Berg. Moria ist auch ein Berg, da haben wir es mit Bergen. Genau. Moria ist der sogenannte Tempelberg oder der Berg, ja, der in Jerusalem ist. Genau. Jetzt, du hast ja Musik geschrieben für dein Solo-Projekt, das eine ganz bestimmte Reihenfolge hat. Ein textliches Konzept, um was geht es bei einem textlichen Konzept? Textliches Konzept, wie schon gesagt, Horeb, das ist der Berg und es geht um spezielle mystische biblische Geschichte, die sich an dem Berg ereignet hat. Um die biblische Figur Elia, wo, ja, kurz zusammengefasst, Gott in einer sehr speziellen und unerwarteten Weise begegnet auf dem Berg. Du schilderst quasi das aus der Sicht von dem Elia. Genau, also ich würde sagen, ja, Perspektive in Lyrisch, die wechselt immer wieder ein bisschen. Ich habe mich da nicht zu fest auf etwas festgefahren. Und es geht auch über reines Geschichterzählen aus. Also ich probiere sehr viel Symbol zu sehen. Probiere sehr viel auch noch Tiefe in die Geschichte hineinzugeben. Also es ist nicht einfach eine Geschichte, die ich erzähle, sondern es ist mehr. Ja, ich setze schon fast ein bisschen voraus, dass wir, wenn man meine Lyrics liest und verstehen will, dass man ja, fast den Text eigentlich schon muss kennen auf eine Art, ein bisschen. Jetzt, die Bibel fasst sich zum Teil sehr kurz bei gewissen Geschichten, bei anderen ist sie sehr ausführlich. Die Geschichte, ist das eine ausführliche oder eine sehr kurze Geschichte? Oder viel hast du dazu interpretieren? Es ist eine Geschichte, die lässt sich in etwa ein Kapitel zusammenfassen. Wer die Bibel nicht so kennt, das ist vielleicht, ja, nach vier Seiten, halbe nach vier Seiten so. Und ich habe das bewusst gewählt, weil ich halt noch sehr viel kann dazu Texte schreiben. Also es gibt auch, also ich habe das sehr ausgeführt, sagen wir so. Und teilweise, ja, gegen Ende vom Konzept nur über ein Motiv oder ein Wort, kann man sagen, einen ganzen Song geschrieben. Und dann kannst du natürlich nicht Textpassagen kopieren, sondern du musst etwas denken, was das könnte bedeuten. Die Bibel selber zitierst du da drinnen, oder? Bin jetzt nicht mal sicher. Ich glaube es nicht. Das war nicht Absicht gewesen, dass ich die zitiere. Weil ich halt eben auch ein bisschen bewusst davon ausgegangen, dass das, ja, da kann man ja Bibel lesen, wenn man will, Bibel lesen. Für das muss ich nicht Musik machen. Genau, aber im Sinn von Geschichte kommt sie schon zu Wort, kann man sagen. Ja, wir hören weiter in die Geschichte. Wir haben noch den dritten Song parat, 40. We'll be right back.
Theoptio im Taktlos Metal auf Radiokanal Car Rock Session YouTube. Bei uns der Emanuel, der Urheber von Theoptio. Jetzt, ja, du hast erzählt von dieser Konzeptgeschichte. Die Bibel hat sehr viele Geschichten. Wieso hast du gerade die ausgewählt? Die Geschichte habe ich ausgewählt, vor allem, weil sie mich persönlich sehr anspricht. Und ich finde, sie ist sehr unerwartet. Egal, aus welchem Hintergrund, dass man kommt, wenn man die liest, und dann ist man am Schluss eigentlich gerade perplex, weil sie eine sehr unerwartete Wendung nimmt und etwas zeigt, wie Gott oder wie ein Wesen von Gott kann sein oder ist. Ja, wo man auch so im Alten Testament überhaupt nicht erwartet. Was Geschichte selber ist im Alten Testament einfach? Die ist im Alten Testament anzusiedeln. Für die, die sie nachlesen, 1. Könige 19. 1. König 19, genau. Jetzt, ja, es ist, bei Konzeptwerken ist immer so eine Gretchenfrage, was ist vorher gewesen, das Ei oder das Huhn? Also was ist vorher gewesen, die Musik oder der Text? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ganz, ganz am Anfang habe ich wahrscheinlich eine erste Phrase Musik gehabt. Und nachher, aber in der Regel, die Hauptsache ist so ein bisschen parallel entstanden. Also grundsätzlich habe ich zuerst ein bisschen angefangen, auch Texte zu schreiben und dann probiert halt Musik auf Texte anzupassen. Aber ich habe immer Ideen gehabt, musikalische Ideen, und die auch festgehalten und dann eine Art auch geschaut, auf welchen Song von diesem Konzept passt die Idee am besten. Also es ist sehr parallel gelaufen, aber so, ja, grundsätzlich würde man schon auch sagen, dass Text dann am Schluss massgebend war. Also im Text habe ich mir mehr Freiheit gelassen und die Musik hat sich dem eine Art mehr angepasst. Also hast du Text an die Musik angepasst oder umgekehrt? Die Musik an Text angepasst, genau. Jetzt, die erste Stunde gehört haben, haben das Interview gehört mit Mario Locher, die haben auch ein Konzeptwerk gemacht, Magic heisst es. Die haben gesagt, von diesen 16, 15, 16, 14 Lieder, die sie hatten, schlussendlich aufgenommen haben, haben sie 30 gehabt, vielleicht. Wie viele hast du gehabt? Lieder, die ich hatte, die ich aufgenommen habe, ich habe alle aufgenommen, die ich geschrieben habe. Du warst sehr effizient gewesen, in dem Fall. Ja, also ich habe genau gewusst, was für ein Konzept das ich habe, wie viele Lieder das ich will am Schluss. Und da hat wie keins fehlen. Und da war wie keins zu viel gewesen. Also du hast nicht am Schluss müssen auswählen, welches passt jetzt am besten textlich und welches geht jetzt mit der Geschichte auf? Nein, die Wahl ist mir gar nicht gestanden. Also ja, weil eben der Text ist in sich schon sehr aufgegangen und dann hat es wie müssen sich, ja, ineinander rein ergeben. Ja, wir arbeiten uns quasi weiter durch das Werk durch. Wir sind beim Song 5 von 9. Genau. Und ja, viel Spass. Nächstes ist Stille, Silence. Thank you.
presence. Oh, how small am I? Oh, how small am I? Theoptio auf Radio Kanal K, Rockstation, YouTube im Taktlos Metal, bei uns der Emanuel, der Urheber und Alleinhaber, genau. Jetzt, ja, du hast einen Videoclip, du hast zwei Videoclips rausgenommen. Den einen hast du für wenig Geld herstellen und den anderen selber gemacht. Genau. Also ein Videoclip bin ich drauf, wo ich einfach alles durchspiele. Das finden wir auf YouTube, wenn man eingibt, Theoptia Desert. Also Wüste mit einem S. Genau, nicht Dessert. Nicht zu verwechseln mit Dessert. Ja. Der wird angeklickt, hast du gesagt. Der wird angeklickt, im Moment, ja. Dann hoffe ich mir auch, dass die Leute das so ein bisschen sehen und auch ein bisschen aufmerksam werden auf mein Projekt. Oder? Wenn man halt nicht live spielen kann, dann muss man irgendwie eine Promo auf eine gewisse Art machen. Ja, das ist so ein bisschen mein Weg. Die andere Frage, wie sehr wird sich reift, die Musik von Theoptia live überzubringen? Wie sehr das möglich ist, sie live überzubringen? Ja, also, gibt es einen Plan oder wäre das ein Wunsch? Jein, also ich habe mir bewusst eigentlich auch einen Projektnamen gewählt, wo man dann je nachdem, falls dann das mal ab durch die Decke gehen könnte, die Musiker zusammensuchen für eine Tour. Aber so jetzt, im jetzigen Zeitpunkt ist das eigentlich nicht geplant. Aber ich lasse mir die Option bewusst auch offen, dass es, falls es sich dann mal ergibt und falls es den Leuten gefällt, Musik, dass wir das dann vielleicht auch mal als Band könnte aufführen. Also darum heisst es ja nicht Emanuel Strebel Solo Projekt. Genau. Emanuel Strebel Gruppe. Das wäre immer die Solo Projekte immer heissen. Genau. Jetzt, du bringst die CD als MP3 raus. Ja, MP3, es wird einfach online erscheinen. Das heisst, auf gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes, Amazon und noch ca. 100 mehr wird man das können abladen, hören, streamen. Genau. In dementsprechend verschiedenster Qualität. Bewusst entscheiden oder ist, ja, oder wieso gibt es kein CDs, Vinyl, wie man heute häufig macht? Ja, so als Student ist natürlich die Budgetfrage dahinter. Ich selber bin sehr ein CD-Fanatiker, würde das auch gerne rausgeben, aber das liegt im Moment einfach nicht drin. Und ich habe dann gedacht, so für ein Debütalbum vom Solo-Projekt würde sich das noch anbieten, dass die Leute mal reinschneiden können. Und wenn das dann je nachdem irgendwann mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass wir dann für ein zweites Album oder für eine Reproduktion von diesem Album eine CD rausgeben. Was ich jetzt gar nicht nachgeschaut habe, ist, gibt es ein CD-Cover oder gibt es ein Cover von dem Album? Es gibt ein Cover von dem Album, ja. Also das alles schön zeichnet, parat und so weiter. Und das wäre alles parat, genau. Erscheint das auch, wenn man jetzt die quasi Online-Files kauft? Ja, sollte drauf sein. Das kommt je nachdem ein bisschen auf die Plattform drauf. Ich weiss nicht genau, wie die das machen, aber zum Beispiel auf Spotify kann man das auch anschauen, dann nicht so ganz hohe Auflösung, wie ich es gemacht habe, aber... Also das Cover-Artwork hast du selber erstellt, in dem Fall. Das Cover-Artwork habe ich auch selber erstellt. Genau. Ja, wir hören weiter rein, damit ihr möglichst viel inspiriert werden, dass auch online könnt posten. Das ist Quake. Was?
Yeah.
Da ist der Emanuel von Theoptia und ihr hört Rockstation. Dankeschön. Ja, Rockstation ist der Sender, wo die Sendung dreimal wiederholt wird. Das heisst, wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, nicht gut. Aber wir haben ein gutmütiges Herz, wo eben Wiederholungen auf Rockstation, wenn ihr es dann immer noch verpasst habt, dann gibt es definitiv keine Ausrede mehr. 8 Klicks bei einzelnen Videos sind zu wenig, könnt auch die noch anschauen, das sind einfach gute Bands. YouTube macht es möglich, hört es dort an, schaut sie und schaut vielleicht auch, oder hört auch in der ersten Stunde gelaufen ist das Interview mit Mario Lochert von Sirius Black. Sie haben innerhalb von 3 Jahren das dritte Mal Musik mit dem Namen Magic. Ja, im nächsten Monat, Ende November, geht es weiter. Dort Chakra im Studio mit dem neuen Album und Wolf Council, eine wunderbare Band aus der Region Schweiz, ein bisschen überall her, wo auch wieder das zweite Album rausbringt. Ein wieder wunderbares, wunderschönes Album. Ja, schwärmen tut man. Schön. Ja, wir sind am Ende von 2 Stunden Taktlos Metal. Verantwortlich ist der Roger Weckli. Jetzt, Emanuel, möchtest du noch etwas unseren Hörern mitteilen? Was haben wir noch nicht gesagt? Geht auf iTunes und kauft mein Album. Genau. Wie viele Klicks erwartest du? Ich erwarte, ja, gute Frage. Keine Klicks. Downloads. Ja, ich bin gespannt. Download.